So, weiter geht's heute mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Aber bevor wir da jetzt reingehen, möchte ich ganz kurz noch was machen. So, ich habe ja gesagt, dass ich Gosens gerne hätte. Der auch als Linksverteidiger arbeiten kann. Den habe ich mir jetzt mal kurz in die Transferzentrale gepackt. Koch wird wahrscheinlich nicht. Weil er für Barcelona, na, das wird nicht machbar sein, wenn er. So, ich gehe mal kurz auf freie Spieler, damit ich vielleicht nochmal nachgucken kann, was wir so haben. Ich denke nicht allzu viel Bekanntes und wo ich sagen muss, da müssen wir jetzt immer verpflichten. Nee, sieht nicht so aus, als würden wir da jetzt irgendwie. Als würden wir da jetzt jemanden brauchen. So, kurz mal in die Mannschaft reingucken, weil. Klar, das ist mein Ding natürlich schwer angeschlagen jetzt. Ja, wie gesagt, vielleicht brauchen wir doch keinen Linksverteidiger noch, weil ich habe ja Ludewig theoretisch, der erstmal. Wenn ich Ludewig auf die 6 ziehe und dafür vielleicht Gosens hinten als Linksverteidiger einplane. Hätte ich die Lücken geschlossen und dann würde ich. Ja, und dann wäre es super. Aber gucken. So. So, mal ein bisschen umbauen. Und ich setze mal kurz. Ich nehme mal kurz Kone die Nummer 10 weg. Paulinho. Okay, ich kriege die 19. Also, und weiter geht's jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, in Frankfurt. Da wollen wir natürlich auch gewinnen. Jetzt gucken wir mal auf die aktualisierte. Ja, es sind jetzt 5 Zähler tatsächlich. Bremen nur unentschieden gespielt. Hoffenheim hat das Spiel gewonnen. Aber wie gesagt, wir ziehen uns ein bisschen weg. So, warte mal. Ich kann mir kurz in die Teamzentrale gehen, ein bisschen anfangen auszusortieren. Ach, du gehst schon weg. Okay. Leider ist sie sitzen. Machen wir das so. Da ist direkt die Nachricht reingekommen. So, ah. Aber wie gesagt, mal gucken. Oder sie natürlich. Wird natürlich veto der Wechsel, aber ich habe die Ablöse konnte ich nicht abdrücken. Schießstoffpfeffer, ne? Warte mal. Ist irgendwas reingekommen. Schade, egal.
Aber dann plane ich ihn als Stammspieler halt ein. Das ist halt auch nicht das Problem. Wenn der mir als Linksverteidiger oder sowas gefällt. Leihangebot von Kone, da ist ein Leihangebot reingekommen. So, erstmal nehmen wir das mal an, damit sie dann sagen können, ja, der ist weg. Ich denke, das passt so, weil er mir auch gerade eine Position nicht so gefällt, wie ich ihn gerne hätte. Aber okay, alles gut. So, weiter geht's jetzt auf jeden Fall mit dem nächsten Spiel. Und das heißt in Frankfurt beim Tabellen 13. Da wollen wir natürlich heute anschließen. So langsam ist die Truppe wieder fit. Ich habe halt, wie gesagt, einen Wechsel vollzogen. Ich habe jetzt Ludewig als. Den plane ich dann, wenn Kolasinac geht, als Sechser auf jeden Fall ein. Das ist ganz klar. Und da müssen wir mal gucken, ob wir Gosens kriegen oder zumindest eine andere Alternative als Linksverteidiger. So. Komm, scheiß auf. Ich benutze die Spezialbewegung selber sowieso eigentlich kaum. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Wir melden uns aus dem regnerischen Deutsche Bank Park, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Partie. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Ja. So, in Frankfurt wollen wir natürlich gewinnen, um weiter den Druck ein bisschen auf die anderen aufrechtzuerhalten. Wenn wir nämlich unsere Spiele gewinnen, können die anderen machen, was sie wollen. Und dann sind wir hier oben weg. Aber wie gesagt, momentan ist Abstand 5 Punkte. Den möchte ich natürlich halten. Was den taktischen Bereich angeht, Buschi, greifen Sie natürlich am liebsten zum Pressing. Ja, so zumindest kennen wir Sie. Sie machen unglaublich viel Druck. Und da musst du erstmal ein Mittel finden, um ins Spiel zu kommen, um dir Chancen zu erarbeiten. Das ist nicht einfach. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-4. Nur Ludewig Neuer als Linksverteidiger eingeplant. Ist erstmal zumindest auf der Position. Und den Gegner zu Fehlern zu bringen. Duarte kriegt heute mal ein bisschen Pause. So, und dann geht es jetzt ins Match. Spieltag Nummer 12. Es geht so langsam Richtung Winterpause. Aber ja, da ist ein bisschen was zu tun. Bis dahin. Paulinho. Bis dahin sind auch noch die beiden Champions League-Spiele gegen eben Tottenham und. Sekunde, mal gucken, warte mal, die Flanke, der Rosen, ja, nicht gut gemacht. Bis dahin sind noch die beiden Spiele gegen Tottenham und Prag. Prag musst du eigentlich mehr oder weniger schlagen, es ist wie, eigentlich egal wie, weil anders geht's nicht. Und Tottenham, ja, sollte man schon schlagen, dann wäre man weiter. Aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen was zu tun. Wir haben so, man hat sich zumindest zurückgemeldet, was das Thema Champions League betrifft. Und ja, mal gucken. Ah, oh, schön, Paulinho! Gutes Ding! Und deswegen kriegt der hat der momentan die Nummer 10. Ah, gut gemacht. Schön außen vorbei. Turbo gezündet und außen vorbeigegangen.
Tor Nummer 10 für diesen Wien in dieser Saison. Na, damit habe ich auf jeden Fall mal einen Top-Transfer gemacht. Wie gesagt, eigentlich war der schwach angefangen. Dann ist er nach Liverpool, oder sollte er nach Liverpool abgegeben werden? Lodewijk, Lodewijk, Lodewijk! Er ist noch heiß! Sollte er nach Liverpool abgegeben werden. Dann ist er plötzlich explodiert auf Schalke, dann war der Wechsel aber schon nach Liverpool weg. Und dann haben die Schalke gesagt, okay, dann ziehen wir den Sprecher mit Liverpool, ziehen die Rückkehroptionen. Und seitdem läuft das Ganze so ein bisschen wieder. War vorher mal Schwierigkeiten. Auch bei Schalke war ein bisschen schwierig. Oh Gott. Apropos Paulinho. Aber dann hast du auch mal solche Dinge, aber das muss das 2-0 eigentlich sein. Und jetzt blüht er wieder richtig auf und funktioniert und tut und macht und trifft und wie auch immer. Ist ganz, ganz wichtig. Traf gegen Paris. In Paris dreimal. Ja. Und ist jetzt gerade so ein bisschen als Zehner nicht mehr wegzudenken. Kubilanski wird das sehr, sehr schwer. Ja, weil der kriegt immer mal seine Situation. Der hat auch im letzten Spiel zum Beispiel von Beginn an nicht von Beginn an, aber. So, da ist Paulinho wieder. Und dann macht er das 2-0 in Frankfurt. 26. Und ich erinnere mich damals an den, als wir in der zweiten Liga waren, als wir dann aufgestiegen waren mit dem Pokalspiel. Da haben wir nämlich völlig verdient in Frankfurt 1-0 verloren. Aber jetzt läuft der Laden auf einmal. Wie gesagt, solange wir unsere Spiele gewinnen, solange wir unsere Tore machen, kann der Rest, kann die Konkurrenz, im Moment ist es die TSG Hoffenheim, machen, was sie will. Wir wollen unser Spiel gewinnen und da vorne weggehen. Schöner Ball. Paulinho, wie gesagt, der ist momentan absoluter Unruheherr. Der kriegt, der steht, macht, tut und verdient sich, glaube ich, hier das dritte. Nein. Kein Abseits, das war für mich kein Abseits. Weil der Achter war eigentlich gefühlt unten drin. Wir gucken nochmal drauf. Ja, doch, es war Abseits. Der Achter war weit weg. Okay, das sah nur jetzt am Anfang so aus. Okay, Abseitsentscheidung absolut richtig. Gut gemacht vom Schiedsrichter, gut gesehen vom Linienrichter. Ich bin mal gespannt, ob beim neuen Teil irgendwie die VAR mit drin ist. Das wird dann bestimmt witzig werden. Das gibt dann bestimmt wieder tolle Momente, wo man sich immer aufregen kann in manchen Situationen. Aber wie gesagt, mal schauen. Das ist eigentlich bei FIFA jedes Jahr. Also. Richter. Ja. Der Frankfurter. Ab. Du hast kein Netz. Man hat eine eigene Ecke. Sergio Gomez. Hab ihn. Abgefangen in Konter der Frankfurter. Schöner Ball auf De Rosun. Der wieder noch angeblich ein hohes Angebot von Juve vorliegen hatte, aber 80 Millionen, 86 Millionen. Und er hat den Ball. Eigentlich habe ich es angenommen, oder beziehungsweise dann wollte Juve dann doch nicht. Ballverlust. Ludewig, der vielleicht sogar nach Kolasinac Abgang als Schauspieler gehen wird. Kommen wird. Jetzt der Vorstoß. Jetzt lange! Hinten auf den zweiten Pfosten und dann ist es wieder Paulinho. Leute, der ist so ein Unruher. Der ist so. So treffsicher. Er hat ja schon einen Doppelpack. Der macht den so viel Power, so viel Unruhe. Gefällt mir gut, der Junge, momentan. Kann den Ball nicht klären oder nicht konnte kontrollieren. Lazza. Ah, der ist auch schon gefühlt über 30. Mal gucken, was da passiert. Aber gefährlich und. Jetzt könnte die Flanke in den Strafraum bringen. Weiter gefährlich. Aber immer noch spritzig und gut und schnell. Also 2-0 der Pause schon durch den Doppelpack von.
Paulinho. Sie führen zur Pause und die Führung kommt nicht von ungefähr. Nee, das haben sie wirklich toll gemacht. Aus einer großen Ballsicherheit heraus haben sie hier noch einige Chancen gehabt, sich erspielt und die am Ende dann eben auch genutzt. Die Frankfurter mit dem Anstoß, los geht's. Lucas Alari. So. Ja, Frankfurt kriegt momentan nicht viel auf die Reihe. 30% Ballbesitz, keine Torschüsse, gar nichts. Schalke kann zufrieden sein. Schalke hat es komplett im Griff und macht und tut und hätte es auch höher gestalten können. So 3-4-0 hätte Frankfurt sich 0,0 beschweren können. Das gibt uns Vorteil. Richter, war ein bisschen faul an ihm, aber der setzt er sich durch. Könnte gefährlich werden. Und dann ist es jetzt Lucas Alario. Otra. Alario, der im letzten Spiel sogar dreifach traf, heute als noch steht nichts. Spiel in der UEFA Champions. Und dann geht es weiter nächste Woche oder nächstes Spiel in der UEFA Champions League. Da ist es gegen Tottenham. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, weil eben es da ein bisschen weiter geht, ums Weiterkommen in der Champions League trifft. Ludwig. Ah, der war ein bisschen. Der war schlecht gespielt. Und bei der nächsten Unterbrechung. Nein, ich meine, jetzt können die Schalker nicht, wollen die Schalker nicht, tun die machen. Frankfurt wird besser gerade so ein bisschen. Auswechseln. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch links hin. Schönes Anspiel. Ja, könnte was werden. Da passt das super auf. Und das hat er. Schön gespielt, schön gemacht. Jetzt hat er ihn gesehen, der Richter, jawohl, er ist durch. Komm, es kommt überhaupt nicht hinterher. Und scheitert an Trapp. Also Trapp, die Frankfurter sind noch immer noch im Spiel. Also der hat schon einige Dinger rausgeholt heute. Gibt die Ecke. Ja, das 3-0 würde die wäre die Entscheidung, aber momentan steht es halt nur 0-2 aus Sicht der Frankfurter. Diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Das ist natürlich überragend. Naja. Der Trainer mit Sicherheit zufrieden. Nee, überhaupt nicht. Der Trainer sagt gerade, Alter, da muss ein bisschen mehr passieren. Auch jetzt die Situation wieder von Richter, der. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. So, Kolasinac jetzt mal. Und da ist alles 3-0. Da muss der Chef persönlich ran und sagen, hey Leute, so geht's nicht. 3-0, komm. Serb Kolasinac. So, erstes Saisontor von ihm. Jetzt dürfte es die Entscheidung eigentlich sogar sein. Jetzt haben wir Alarione jetzt im Duell gegen Pablo, Pedro Henrique gehen. Und da ist es. Apropos Hattrick. Paulinho macht dann doch noch was. Nächster Doppelschlag. Hintereinander weg. 4-0 jetzt aus. Die Führung. Tor Nummer 12 für Paulinho, der wird zum neuen Torjäger jetzt montieren. So, da kann man jetzt kurz eben wechseln.
So, Bostuan wird jetzt neu in die Mannschaft kommen, unter anderem. Also dreifach Wechsel auf Schalke. Nicht mehr. Die Augenblick für Kosmetik. Die Gäste werden wechseln. Die Mannschaft könnte gerade jetzt die Anfeuerung der Fans eigentlich Richter. Gut gebrauchen. Aber darauf können sie heute wohl nicht. Zwar, er setzt sich durch gegen zwei Richter. Sehen Sie, und ganz simpel, die Schalker machen es. Der FC Schalke mit dem Vorteil. Machen es, geht drauf, kriegen da ein bisschen natürlich das Glück. Marco Richter. Ja, wartet einen Moment. Sie haben immer noch den Ball. Und das war kein Abseits übrigens, doch war es doch. Abseits, das war eine gute Möglichkeit. Ja, Alario, der kriegt doch einen Abseits. Dann gibt es Gelb für den Frankfurter da. Gagliardini. Naja, aber Gott. Jetzt ist aber Marco Lasilas war schon ein bisschen früher unten, aber ist egal. Ich nehme die gelbe Karte für den Gegner natürlich damit. Ich weiß nicht, warum er es gezeigt hat, aber es war halt eine. Oder war für den Schiedsrichter halt eine. Mal gucken. Naja, egal. Nicht mein Problem, ist ein Gegner. Also, die drei Punkte holen wir heute. Alario wird heute übrigens nicht treffen, weil er jetzt ausgewechselt wurde für Coutinho. Ganz klare Sache hier. 4:0 der Zwischenstand. Ja, Schalke, du bist dreimal gewesen. Boss zu waren als De Rosen für De Rosen. Der nächste Gegner von Schalke heißt Tottenham Hotspur. Und in ihrer aktuellen Verfassung brauchen sie kaum einen Gegner zu fürchten. Denke ich. Boss zu waren jetzt mal mit ein bisschen Tempo. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Ja, da war eine gute Situation, aber macht sich. Musiala, glaube ich, war es. Oh, jetzt werden sie wechseln. Eine Minute noch. Ja, den kannst du aber auch laufen lassen, den Angriff. Weil letztendlich ist es die Spielentscheidung, aber den Angriff hättest du mal laufen lassen können, Kollege. Naja, Poligno, drei Tore, gut gemacht. Top. Lukas Alari. Ja, sagen wir mal so, Frankfurt war heute absolut chancenlos. Also 4-0 war in meinen Augen sogar noch zu niedrig. Na gut, Frankfurt mal abschließen mit diesem Kommentar von Marco Richter, der sagt, das passt soweit. Na gut, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge bei Let's Play FIFA und wir machen weiter dann mit dem Spiel gegen Tottenham. Und wenn wir das Ding gewinnen, dann sind wir wieder voll in der Verlosung mit oben dabei. Also wirklich, was das Thema Champions League Achtelfinale betrifft. Ja, Europa League, denke ich mal, sollte sicher sein mit dem Unentschieden. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich auch gewinnen und wollen in der Champions League in die nächste Runde einziehen. Und ja, aber das wird geschaffen. Sehen wir dann in der nächsten Folge.